Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Elden Ring Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Geisterasche bekommt, die hier vor mir steht. Und zwar ist es Tiché, die schwarze Klinge. Und um diese Geisterasche überhaupt bekommen zu können, müsst ihr erstmal Rannis Questline abschließen, Leute. Und wenn ihr das habt, dann zeige ich euch jetzt, wo ihr sie herbekommt. Und zwar, wenn ihr Rannis Questline abgeschlossen habt, dann schaltet ihr diesen Bereich der Karte hier frei. Und wir müssen hier zu dieser Gnade zum Mondlichtaltar. Wenn ihr dann da seid, Leute, könnt ihr euch hier oben den Bereich der Karte markieren. Denn dort befindet sich ein Siegelgefängnis und dort müssen wir jetzt hin. Vom Mondlichtaltar aus lauft einfach denselben Weg wie ich und ihr kommt schnurstracks zum Siegelgefängnis. So, dann interagiert mit dem Siegelgefängnis und ihr seid dann beim Bossfight. So Leute, hier zeige ich euch einen Trick, wie ihr den ganz easy besiegen könnt. Und zwar müsst ihr es schaffen, dass er hier hinten an den Felsen in eine Ecke kommt. Dazu geht ihr einfach am Rand weicht aus und drängt den in diese Ecke, wo ich ihn jetzt reindrängen werde. Und wenn er dann da drin ist, könnt ihr den ganz easy besiegen. So Leute, das ist diese Ecke und hier würde ich mich so gut wie es geht links halten, weil dann hat er auch Schwierigkeiten aus dieser Ecke rauszukommen. Und passt auf Leute, wenn ihr Kombos macht, dann kann es sein, dass ihr eure Position wechselt und er einfach an der Seite durchschlüpft. Wenn ihr den dann getötet habt, dann bekommt ihr die Asche von ihm. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.